Ich freue mich auf den heutigen Abend, wie ich dein Buch gelesen habe. Systemisches NLP, habe ich gewusst, dieser Abend muss stattfinden. Meine Kollegen müssen das auch erleben. Und ich hoffe, sie sind auch so gespannt und so beeindruckt wie ich. Danke, dass du wieder gekommen bist. Ich freue mich auf den Abend und übergebe das Wort. Für mich ist das immer wieder frappierend, wenn ich auf die Zeit komme, wie man heute zwischen den verschiedenen Methoden und Techniken in der Psychoszene differenziert, wenn man sagt, nein, das ist ja unsinnig, das ist unwissenschaftlich, das ist schon wissenschaftlich, und man schaut, wer ist besser und rechter, wer ist stärker, das Selbstwert ist dran geknüpft. Es wird eine Art Gegnerschaft zwischen den beraterischen und therapeutischen Methoden erfunden oder angenommen, weil es ja so in Vergessenheit geraten ist, dass die alle aus derselben Wurzel kommen, oder fast alle zumindest. Also wir nehmen das wenigste Problem, was wirklich um uns herum ist, bewusst wahr. Das Unbewusste nimmt sehr viel mehr wahr, wenn wir das feststellen, ja, man kann Details aus Erinnerungen ausgraben, die nachzuschauen, die verfügbar wären. Aber das sind subliminale Informationen, Informationen, die ausgefiltert werden und nicht beim Bewusstsein ankommen. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das heißt, meine innere Welt ist nicht die äußere Welt. Sie ist nur ein Abbild, ein millionenfach vereinfachtes Abbild davon. Also ich larve gar nicht alles, was ich so nebenbei sehe und was die Sinnesorgane aufnehmen, darf ich gar nicht bewusst wahrnehmen. Genau. Ja. Es schont unsere Verarbeitungsmechanismen im Gehirn. Die Wahrheit ist, im Universum gibt es kein Um. Das ist eine Idee davon, haben wir das Universum aufgebaut. Das sind Galaxienhaufen, aber Milliarden davon. Ja. In einem dieser Galaxienhaufen gibt es eine Milchstraße, als eine von Milliarden Galaxien. In dieser Milchstraße gibt es Milliarden von Sonnensystemen. Eins davon ist unseres, und der Sonne in der Mitte. Und drumherum kreisen die Planeten und drehen sich dabei auch noch um sich selber, und die Monde ziehen sich herum. Und oben und unten gibt es nicht. Das ist ein Konstrukt. Es ist nur eine Frage, von wo aus du hinschaust. Und das heißt, dass da unten ist. Und das ist genauso gültig, wie das da oben ist. Stimmt's? Und Verstand ist ja nachvollziehbar, ja? Oder von mir, was das da links ist. Hier ist links. Und da ist rechts. Und wir stehen auf der Seite raus, wie ein Dippel. Meine Mutter hat ein Symptom von mir mit einer Dame gemacht und die hat danach eine schwere Katzenallergie verloren. Und einfach weg. Medizinisch eigentlich gar nicht möglich. Und die Katzen gibt es, glaube ich, sogar noch. Die sind jetzt ganz alt. Und der enorme Stress falle ich meistens wieder in meine alten Muster hinein. Also nach NLP würde man vor allem dann in alte Muster hineinfallen, wenn die sogenannte positive Absicht nicht ausreichend transformiert ist. Das ist aber ein super Stichwort, weil die könnten wir uns noch anschauen. Da gibt es auch ein paar Neuigkeiten dazu. Das Problem ist, dass viele Symptome, nicht nur Körpersymptome, auch immer mit verschiedenen Zuständen, normalerweise Sackgassen sind. Es wäre egal, was das ist. Wut, Trauer, Depression, Angst, Peinlichkeit, was es auch ist. Ja? Wir rasseln in einem Zustand hinein und finden dann blöderweise nicht mehr allein raus. Ja? Zum Beispiel, wenn man furchtbar wütend ist, das hört einfach nicht auf. Ja? Erst wenn man sich hingelegt hat und drüber geschlafen hat und am nächsten Mal aufwacht, ist es vielleicht besser. Wenn man aber auf körperlicher Ebene trainiert, anhand von minimalen Veränderungen dort rauszukommen, dann hat das Unbewusste plötzlich eine Möglichkeit, diesen Zustand autark zu beenden. Es ist nicht mehr darauf angewiesen, dass jemand trösten kommt oder dass eine Nacht vergeht oder dass man Tablette schluckt oder sonstige äußere Inputs. Und du kannst erlauben, dass entlang des Weges der Luft dein Körper loslässt. In die Entspannung, die Regeneration geht. Denn Entspannen heißt loslassen. Wahrnehmen. Wie dein Atem